Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag und heute mit Helmut Klebank. Er ist SPD-Bundestagsabgeordneter und war lange, lange Jahre Bürgermeister in Spandau. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Wir haben einen neuen Verteidigungsminister, noch nicht oder vielleicht bald, aber die alte ist zurückgetreten heute Morgen. Gut oder schlecht? Was hat sich eigentlich schlecht gemacht? Das war schließlich Ihre Parteigenossin. Die Entscheidung jetzt war ganz offensichtlich unvermeidlich. Insofern bin ich erstmal zufrieden, dass die Mitteilung heute früh, sehr früh rausgekommen ist. Das war erstmal gut. Schon die Hängepartie übers Wochenende war ja schwierig und kaum zu ertragen. Also insofern war der richtige Schritt. Es gibt ja in der Abfolge des letzten Jahres eine Reihe von Fehltritten, muss man ganz offen so benennen, die das jetzt notwendig haben erscheinen lassen. Hatte sie schlechte Berater oder? Ich glaube, der entscheidende Punkt war wahrscheinlich dieses Fremdeln doch ein Stück weit mit der Truppe, was sich in verschiedenen Auftritten an verschiedenen Stellen eben manifestiert hat. Und man muss an der Stelle sagen, dass die Bundeswehr natürlich kein einfaches Pflaster ist. Gerade dieses operative Geschäft, wo eigentlich permanent Entscheidungen zu treffen sind, die eine Wirkung nicht nur in die Truppe, sondern eine ausstrahlende Wirkung haben, jedenfalls seit dem 24. Februar, das ist schon sehr hart. Ja. Na gut, wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Ja. Sie gehen zwar jetzt gleich im Bundestag oder sind diese ganze Woche da, es ist Sitzungswoche, aber eigentlich beschäftigt Sie der Wahlkampf von Berlin. Ja, so ist es natürlich. Die Zahlen für die SPD sind nicht gut. Ja, die Zahlen werden sich noch bewegen, davon bin ich fest überzeugt. Wette gilt, einverstanden. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass die Bürgerinnen und Bürger verunsichert sind durch die allgemeine Lage. Immerhin, was wir geschafft haben, finde ich, recht gut geschafft haben und was uns keiner zugetraut hat, dass wir diese Republik und auch Berlin hat ja mit einem eigenen Entlastungs- und Unterstützungspaket gearbeitet, immerhin von 3 Milliarden Euro, dass wir recht gut bis jetzt durch den Winter gekommen sind und es deutet sich an, dass das auch so bleiben wird. Naja, war ja nicht besonders kalt bisher, der Winter. Ja, ich sage jetzt mal, Glück und Pech spielen in der Politik auch immer eine Rolle, das ist völlig klar, das Wetter kann keiner vorhersehen. Aber die Vorkehrungen haben es ja letzten Endes gebracht. Also, dass wir über den Sommer die Gasspeicher so angefüllt haben, wie es nur irgend möglich war, dass wir sofort mit LNG reagiert haben, dass jetzt 2 Terminals am Netz sind, das alles hat natürlich auch geholfen und es hilft auch jetzt weiterhin. Dazu natürlich die Sparappelle, also ein großes Dankeschön an die Bürgerinnen und Bürger, an die Unternehmen, dass sie die Sparappelle ernst genommen haben und tatsächlich maßgeblich einsparen. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht ja regelmäßig die Zahlen und es sind ja Sparquoten teilweise von bis zu 40%. Also da sieht man wirklich, die Botschaft ist angekommen und das ist aller Ehren wert. Ja, aber die Botschaft bei Ihnen ist nicht angekommen. Sie sollen einen Pullover tragen. Ich habe einen angezogen. Ja, also ich habe tatsächlich auch zu Hause in der Familie die Debatten, wie weit darf man die Temperatur runtersenken und wie weit nicht. Wie viel Pullover haben wir im Schrank? Ich sehe, Sie haben keinen. Ich bin da ein bisschen offensiver als der Rest meiner Familie. Die Diskussion haben wir also auch. Man darf es am Ende natürlich auch nicht übertreiben. Ja, es darf auch nicht gesundheitsgefährdend werden. Und trotzdem stellen wir an vielen Stellen fest, dass es Einsparpotenziale gibt. Und wenn Sie mal ins Plenum des Deutschen Bundestages schauen, auch da ist die Temperatur erheblich abgesenkt worden. Sie haben also ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die entweder mit dem Pullover da sitzen oder sich eine Jacke angezogen haben oder eine Stola übergelegt haben, insbesondere die Kolleginnen, die ja in aller Regel etwas temperaturempfindlicher sind, arbeiten damit. Also das ist auch wahrzunehmen. Wie ist das eigentlich jetzt mit der Entscheidung Ukraine, Waffenlieferungen? Hat der Bundestag darüber zu entscheiden? Die Bundesregierung muss da natürlich die Rückendeckung durch den Bundestag haben. Und wir haben an sehr vielen Stellen, sei es jetzt Fraktionsbeschlüsse oder auch Beschlüsse mit dem 100-Milliarden-Programm für die Bundeswehr beispielsweise, auch im Bundestag die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Ich bin ganz sicher, dass es für Waffenlieferungen eine sehr breite Mehrheit gibt. Auch in unserer eigenen Fraktion eine sehr breite Mehrheit, die Ukraine zu unterstützen. Aber zugleich auch eine sehr starke Unterstützung für einen Kurs, der auf jeden Fall verhindert, dass Deutschland selbst aktive Kriegspartei wird. Da reden wir noch nicht über das Thema wirtschaftliche Auseinandersetzung, Sanktionen. Manche bezeichnen ja auch das als einen Wirtschaftskrieg. So weit würde ich nicht gehen. Ich meine tatsächlich mit dem Begriff die kriegerische, bewaffnete Auseinandersetzung, möglicherweise mit eigenen Truppen. Und da haben Sie natürlich, je größer die Waffen werden, desto größer ist der Wartungs- und Unterhaltungsaufwand.
desto mehr muss sozusagen an Logistik, an Nachschub, auch an Ersatzteilen und so weiter sichergestellt sein. Das heißt, dann ist doch immer mal die Frage, wie tief kann man sozusagen reingehen? Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt mit der britischen Lieferung von Kampfpanzern funktioniert. Das wird erstens auch nicht über Nacht gehen und zweitens muss ja die Logistikkette dahinter sichergestellt sein. Es nützt ihnen nichts, einen Kampfpanzer da stehen zu haben, den sie nicht betreiben können, weil ein Ersatzteil fehlt. Hilft ja nicht. Das heißt, diese ganze Logistik muss aufgebaut werden und da werden wir sicherlich noch viel miteinander reden. Da haben wir doch gestern gelesen, am Sonntag in den Zeitungen und gehört, dass Rheinmetall als Hersteller dieser Waffe Leopard 2 sagt, vor 2024 können wir sowieso nicht liefern. Ich als Normalbürger verstehe das gar nicht. Ja, die Bundeswehr hat doch auch Leopard 2 Panzer. Na gut, das war ja nur die Aussage des Unternehmens. Ja, die gesagt haben, wir als Unternehmen, wir können das und das tun. Und natürlich ist die andere Frage, gibt es entsprechende Kampfpanzer aus den Beständen, aus den aktiven Beständen der Bundeswehr? Und wie viel davon wäre möglich freizuschaufeln? Wir haben doch noch 200, habe ich gelesen. Klingt für mich jetzt nicht so wahnsinnig viel, ehrlich gesagt. Ja, 1990 hatten wir 4.000. Sage ich ja. Also von daher ist das eine Abwägungsfrage. Also das ist aber tatsächlich auch eine Frage an die militärische Führung selbst. Denn da hängt ja auch unsere eigene Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit dran. Das ist also keine Frage, die man mal eben so entscheiden und diskutieren kann. Und so ordne ich das auch ein. Also es wird sicherlich schon die Frage hinter den Kulissen diskutiert, was wäre überhaupt möglich. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass die Bundeswehr da eine eigene fachliche, jetzt mal rein fachlich, ne, nicht politisch, die politische Frage ist wieder was anderes, aber eine fachliche Einschätzung hat, was sie tun könnten, ohne die Bündnisfähigkeit, ohne die Verteidigungsfähigkeit zu stark zu beeinträchtigen. Der Kanzler ist ja nun SPD-Mitglied und der Herr Klingbeil und der Herr Metzenich, der Fraktionschef, ist eher auch zurückhaltend. Das heißt, wenn wir jetzt sowieso nicht liefern können, weil die Panzer einfach nicht zur Verfügung stehen, dann verschiebt sich die politische Diskussion ja auf Monate hinaus nach vorne, in den Winter, in das Frühjahr, in den Sommer und dann sind wir im Winter. Nee, ich als Normalbürger verstehe diese Diskussion nicht mehr, weil die Ukrainer sagen, wir brauchen die dringend, die deutschen Politiker vor allen Dingen die Vorsitzende Verteidigungsausschusses, Frau Strack-Zimmermann von der FDP, sagt, wir müssen schnell und dringend liefern. Und dann sagt die Industrie, wir haben die gar nicht. Das klären Sie uns doch mal auf. Ja, also die Debatte folgt ja ein paar, ich sage jetzt mal, Paradigmen, die man, wenn man diskutiert, leicht vergisst. Also wie gesagt, das eine Paradigma ist die NATO, die Bundesrepublik, darf nicht aktiv kämpfende Kriegspartei werden. Wir haben auf der anderen Seite mit der humanitären Hilfe, mit den Sanktionen, mit den wirtschaftlichen Maßnahmen, mit dem auch, was wir sozusagen an Abwehrmaßnahmen ja hier schon treffen müssen, mit dem, was wir an ziviler Hilfe für die Ukraine leisten, also Sicherstellung der Energie- und Wasserversorgung, dezentrale Aggregate und vieles mehr, haben wir wirklich sehr viel geleistet. Wir sind in dem Ranking ja insgesamt von allen Staaten relativ weit oben, muss man sagen. Ob jetzt zweiter oder dritter Platz, will ich mich nicht streiten. So, in diesem Kontext sozusagen, in dieser Gesamtzusammenschau sind ja auch Kampfpanzer sowjetischer Bauart geliefert worden in diesem sogenannten Ringtausch. Auch da ist ja einiges passiert. So, jetzt muss man sehen, wie die nächsten Schritte sind. Ich traue dem Kanzler jedenfalls zu, und das hat er aus meiner Sicht mit seiner Zeitenwenderede am 27. Februar und den nachfolgenden Maßnahmen bewiesen, dass natürlich vertraulich, das wird nicht nach draußen getragen, das funktioniert offensichtlich, werden natürlich Szenarien durchgespielt. Und es wird natürlich geschaut, wie kann gegebenenfalls auch militärisch durch Lieferungen, durch sonstige Unterstützung in der Logistik, bei der Wartung etc., wie kann man unterstützen. Also ich bin ziemlich sicher, dass das hinter den Kulissen auch passiert. Und ich glaube dem Kanzler aufs Wort, dass er sagt, er hat mit dem Beginn seiner Kanzlerschaft eigentlich die erste Frage, die er gestellt hat, war, was machen wir, wenn Russland die Ukraine überfällt? Und das, was es im Nachgang an Maßnahmen gab, an sozusagen richtungsweisenden Dingen, auch das kann man sich nicht über Nacht ausdenken. Und auch diese Dinge, Lieferung Marder/Puma,
Das war ja so eine Debatte. Auch das denkt man sich nicht über Nacht aus, sondern das bedarf einer wirklich gründlichen und längerfristigen Planung. Also insofern, ich weiß es auch nicht, weil ich an diesen Überlegungen nicht beteiligt bin. Aber das bisherige Vorgehen zeigt mir, dass es sehr zielgerichtet ist, dass es planvoll ist und dass es vor allen Dingen erfolgreich ist für die Ukraine. Ja, aber eine Frage können Sie beantworten und ich glaube, die beschäftigt Sie auch zu Hause, ist, wenn ich Panzer liefere und sage, ich will mich aber nicht einmischen in diesen Krieg und wir dürfen uns nicht einmischen, weil dann kommt die NATO-Frage und dann kommt die Kriegsfrage, ob sich die Russland sich nicht bedroht wird durch Panzer eines NATO-Staates. Ich kann das für mich nicht auflösen. Wenn ich einen Panzer liefere, bin ich doch dabei im Geschehen. Da kann ich doch nicht sagen, ja, das ist eine Defensivwaffe oder was auch immer. Aber die schießt doch. Darauf ist das Balkenkreuz der Bundeswehr. Genau, das ist ja genau der Hintergrund, mit dem die Ukraine Kampfpanzer fordert, aus meiner Sicht, weil sie natürlich ihr rechtmäßiges Territorium im Moment nicht anders zurückerlangen kann, als dass sie es in der kriegerischen Auseinandersetzung zurückerobert. Das geht mit reinen Defensivwaffen, wenn es überhaupt solche gibt, sage ich jetzt mal. Ja, eben, wo ist der Unterschied? Wird natürlich nicht gelingen. Ja. Insofern ist der Wunsch der Ukraine, der nachhaltig vorgetragene, ja, die Forderung kann man ja schon sagen, aus meiner Sicht erstmal nicht unverständlich. Ja. Nur es muss, wie Sie sagen, es muss ja sozusagen in das Gesamtpaket passen. Und es geht eben wirklich nicht in erster Linie um die Waffen an sich, sondern es geht um die gesamte Logistikkette mit dem entsprechend ausgebildeten Personal dahinter. Das klingt mir dann immer ein bisschen sophistisch. Das heißt, ich versuche es so zu drehen, dass ich eben nicht in Gefahr komme, Kriegspartei zu werden. Darüber denken wir mal nach in kurzen Werbepause. Und dann reden wir weiter darüber mit Helmut Klebank. Er ist SPD-Bundestagsabgeordneter, war früher lange Jahre Bürgermeister in Spandau. Deswegen reden wir natürlich auch noch über den Wahlkampf und haben geredet. Bleiben Sie dran, bis gleich. Zurück in unserer Sendung aus dem Bundestag mit Helmut Klebank. Er ist der SPD-Bundestagsabgeordnete für Spandau. Dort waren Sie auch wie viele Jahre? 12? 10 Jahre. 10 Jahre Bürgermeister. Und deswegen reden wir auch in dieser Sendung aus dem Bundestag über die Berliner Wahl am 12. Februar. Bleiben wir aber nochmal bei dem Krieg. Muss das eigentlich der Bundestag denn entscheiden? Oder kann das der Kanzler durch Federstrich, durch seine Unterschrift sagen, wir liefern jetzt 10 Panzer an die Ukraine? Wie geht das? Ja, das ist in erster Linie Regierungshandeln tatsächlich. Aber es ist unvorstellbar ohne die Unterstützung durch den Bundestag. Wenn die Regierung zu dem Ergebnis kommen sollte, dass das eine sinnvolle Maßnahme ist und dass wir sie im Einvernehmen mit den Partnerländern machen sollten, dann bin ich aber ziemlich sicher, dass es auch eine Unterstützung durch den Deutschen Bundestag geben wird. Ja, jetzt liefern die Engländer erstmal Panzer, dann wollen die Amerikaner Panzer liefern. Die haben alle etwas gemeinsam, dass sie nichts gemeinsam miteinander haben. Das heißt, die sind nicht kompatibel. Also wenn die Amerikaner jetzt liefern und der Leopard steht daneben und der eine Panzer geht kaputt, dann kann der dem anderen nicht helfen, weil das andere Bauart ist. Ja, das ist ja ein Problem, das die Ukraine jetzt die ganze Zeit schon hat. Sie hat verschiedene Arten Flugabwehrsysteme beispielsweise. Sie hat verschiedene Sorten Kampfgerät. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Ukrainer auch gezeigt haben, dass sie sich sehr schnell auf anderes Material einstellen können und sehr schnell in der Lage sind, es an die Front zu bringen, damit zu kämpfen, aber auch es zu reparieren und zu warten. Und insofern bin ich eher zuversichtlich, dass auch das an der Stelle gelingen würde, wobei es natürlich ein sehr komplexes Gerät ist, muss man sagen. Also es ist ja nicht einfach nur ein paar Ketten und obendrauf eine Kanone geschraubt, sondern das ist ja Hightech vom Allerfeinsten. Und von daher ist das schon nicht trivial. Na gut, also nochmal zur Frage, der Bundestag, ja, muss eigentlich nicht zustimmen, aber wird wahrscheinlich zustimmen. Ja, also wenn die Frage kommen sollte, dann bin ich sehr sicher, dass es dafür eine Mehrheit gibt. Also die Solidarität mit der Ukraine ist im Deutschen Bundestag ungebrochen. Das ist gut so, dann machen wir hier auch einen Punkt und hoffen, dass es so bleibt. Eine ganz wichtige Frage, die sich ergibt in der ersten Sitzungswoche in diesem neuen Jahr, das Wahlrecht. Ja. Das Wahlrecht. Das heißt, der Bundestag hat zu viele Abgeordnete. Es dürfen eigentlich nach Grundgesetz 580,
glaube ich, sein. Ja, das ist die Sollgröße sozusagen. Die Sollgröße und jetzt sind 700 und etwas. Ja. Ja, und das soll wieder auf 580 zurückgeschmolzen werden. Dafür müssen aber einige direkt gewählte Abgeordnete auf ihr Mandat verzichten. Da sagt die CSU, das geht überhaupt nicht. Denn ich bin ja gewählt. Ich kann doch nicht sagen, ich nehme das Mandat nicht an. Da muss ich ja gar nicht erst antreten. Wie löst sich das auf? Ich würde vielleicht ganz am Anfang der Grundthese doch etwas entgegensetzen wollen. Die Grundthese lautet ja, wir haben zu viele Abgeordnete. Und da kann ich aus eigener Anschauung sagen, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Die Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, sind so komplex und müssen so bis in die Tiefe betrachtet, ausgelotet und dann auch entschieden werden, dass die Kolleginnen und Kollegen fraktionsübergreifend aus meiner Sicht alle wirklich gut beschäftigt sind. Und ich wüsste gar nicht, wie man da sozusagen das reduzieren könnte an Aufwand für die einzelnen Abgeordneten. Mir ist klar, die politische Diskussion ist eine andere. Es geht in die Richtung, die Sie formuliert haben. Und auch im Koalitionsvertrag ist klar, dass Maßnahmen getroffen werden. Schon die jetzige Gesetzeslage würde ja die Verringerung der Zahl der Wahlkreise von 299 auf 280 realisieren. Daran würde ja gearbeitet. Bedeutet aber im Umkehrschluss, der einzelne Wahlkreis würde viel größer werden. Das heißt, auch die Bürgerinnen und Bürger würden ihre Bundestagsabgeordneten viel seltener zu Gesicht bekommen. Das heißt, das, was man immer so sagt, die Bürgernähe, die wäre noch mehr schwer auszuleben und zu realisieren, als es im Moment schon der Fall ist. Deswegen bin ich gegen eine Verringerung der Zahl der Wahlkreise. Die sollten aus meiner Sicht so bleiben. Insbesondere in Flächenwahlkreisen ist das ein Riesenproblem. Und wofür sind Sie dann? Das neue Modell, finde ich, hat den Charme, dass es bei der Zahl der Wahlkreise bleibt. Und die jetzige Größe kommt ja durch die sogenannten Überhangs- und Ausgleichsmandate zustande. Das heißt, um den Bundestag im Verhältniswahlrecht angemessen zu repräsentieren. Das heißt, jede Partei ist mit dem Stimmenanteil, Anteil Sitze vertreten, die sie gewonnen hat. Dadurch kommt es zu diesen zusätzlichen Mandaten, um das Verhältnis eben einfach wiederherzustellen, die Prozentzahl, die die Parteien erreicht haben. Das, finde ich, ist oberstes Gesetz, auch für mich. Und dann bleibt eigentlich nur übrig, in Kauf zu nehmen, dass da, wo mehr Direktmandate errungen worden sind, mehr Direktmandate als eigentlich nach der Gesamtstimmenzahl möglich wäre. Aber Direktmandate heißt, ich habe den oder Sie haben Ihren Wahlkreis direkt gewonnen. Genau, dass man ein bestimmtes Kontingent an Direktmandaten eben doch nicht zuteilt, sondern dass die wegfallen. Wer teilt denn das zu? Gibt's nicht. Naja, mit dem Beschluss des Bundeswahlleiters über das amtliche Endergebnis ist das Mandat ja sozusagen errungen. Also zugeteilt in Anführungszeichen war vielleicht das falsche Wort, aber es gibt dann keine andere Möglichkeit, als die Direktmandate, die nur mit geringerer Stimmenzahl errungen worden sind, dass die eben nicht zum Zuge kommen, sondern wegfallen. Ja, aber sie sind doch direkt gewonnen. Wenn ich jetzt der Abgeordnete bin, oder Sie sind das, und Ihnen wird am Abend gesagt, also sorry, Ihnen fehlen 10 Stimmen, Sie haben 10 Stimmen weniger als der Konkurrent, aber Sie haben zwar einen Wahlkreis gewonnen, aber wir nehmen ihn wieder weg. Da verstehe ich doch die CSU, die schäumt und sagt, das geht doch gar nicht. Ich kann doch einem direkt gewählten Abgeordneten nicht seinen Wahlkreis einfach wieder so wegnehmen. Also wir kennen ja verschiedene Formen des Wahlrechts, nicht? Also das Verhältniswahlrecht kennt ja erstmal in der Reinheit keine Direktmandate. So, wenn ich dieses Verhältniswahlrecht durchsetzen will, kann ich das, indem ich Direktmandate schlichtweg abschaffe. Wäre eine Möglichkeit. Dann gibt es aber nicht mehr den Abgeordneten für den einzelnen Wahlkreis. Das gibt es dann nicht mehr. Ich merke schon, je mehr wir diskutieren. Es gibt genauso das reine Mehrheitswahlrecht, Großbritannien, da gewinne ich den Wahlkreis oder ich lasse es. Und die Direktgewählten sitzen im Parlament. Fertig. Alle anderen weg. Alle anderen sind weg. Das heißt, es wird ja nie so sein, dass man alle Aspekte wird unter einen Hut bringen können. Oder Alternative, man lässt es die Regelungen, wie sie sind. Dann wofür sind Sie denn? Na, wenn ich es mir ganz Sie frei... Müssen ja, Sie müssen ja schwören jetzt. Frei, wenn ich es mir ganz frei aussuchen dürfte, würde ich sagen, das bisherige System funktioniert gut. Und ich sehe auch nicht, dass wir zu viele Abgeordnete sind. Das ist aber eigentlich vom Tisch. Ist auch im Koalitionsvertrag festgehalten. Wir wollen Maßnahmen zur Verkleinerung. Und dann finde ich den aktuellen Vorschlag, dass gegebenenfalls eben Direktmandate wegfallen, immer noch den besten.
Na gut, bis wann muss denn das entschieden sein, damit es wird? Die nächste Wahl ist in eigentlich, 3 Jahren. Ja, eigentlich hätten wir es letztes Jahr schon entscheiden müssen. Aber wir werden das jetzt sehr schnell entscheiden. Da bin deswegen ich ziemlich ist es sicher. Diese Woche jetzt. Ja, genau. Es muss jetzt in die parlamentarische Beratung, denn die Wahlämter müssen ja Vorbereitungen treffen. Die Frage, ob es zu einem Neuzuschnitt der Wahlkreise kommt oder nicht, ist nämlich auch keine so einfache. Da geht es genau um die Zahl der Wahlberechtigten. Gott, und dann müssten bundesweit die Wahlkreise neu geschnitten werden. Eine Riesendebatte, ein Riesenaufwand. Wir brauchen noch mal eine Sendung, um das zu erklären. Aber da sind wir beim anderen Punkt. Eines ist ja auch noch nicht geklärt. Da sind wir wieder bei der Berliner Wiederholungswahl. Es sollen ja in einigen Bundestagswahlbezirken soll die Wahl wiederholt werden. Oder in Gänze die Wahl wiederholt werden. Das ist das Petitum der CDU vom Bundesverfassungsgericht. Genau. Das ist noch nicht entschieden. Worum geht es da denn? Ja. Also es geht um die Frage, ob die Bundestagswahl in ganz Berlin wiederholt wird. Also nicht die Bundestagswahl als Ganzes, das ist ja auch noch so ein bisschen missverständlich, sondern ob der Teil Berlin wiederholt werden soll als Ganzes. Der Beschluss des Bundestages selber lautet im Moment, dass die rund 400 Stimmbezirke, also Wahllokale, wo besonders große Fehler passiert sind, dass die wiederholt werden. Von 2000 und etwas Wahlbezirken. 2400 roundabout insgesamt haben wir in Berlin. Und von denen sollen so circa 400 wiederholt werden. Das ist der aktuelle Beschluss. Und dagegen wird geklagt und wir werden sehen, was passiert. Jetzt am 12. Februar geht es aber erstmal nur ums Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirke. Und Bundestagswahl, der Aspekt wird später entschieden werden. Das kann also noch durchaus kommen, dass die Bundestagswahl auch in Gänze für Berlin wiederholt werden muss. Das heißt, Sie müssen wieder neu antreten. So wäre das dann. Und wann fällt diese Entscheidung vom Verfassungsgericht? Die Verfassungsrichter sind ja jetzt in der etwas besonderen Situation, dass sie beide Aspekte bewerten müssen, denn auch gegen das Berliner Vorgehen, Berliner Abgeordnetenhaus, 12. Februar, auch dagegen ist ja Klage eingereicht worden. Es sind aber ja sozusagen weitgehend deckungsgleiche Verhältnisse. Also es ist ja an einem Tag sowohl Berlin als auch der Bund gewählt worden. Das heißt, Teile der Fehler sind bei beiden Wahlen passiert. Nicht alle, aber Teile. Und jetzt müssen die Richter sich ein Bild machen, welche Wechselwirkung es davon gibt und was ihre Entscheidung jeweils bedeuten würde. Ich kann im Moment auch nicht einschätzen. Mal ehrlich, also die Berliner Entscheidung, die Berliner Entscheidung muss sehr schnell kommen, denn der 12. Februar steht ja. Das heißt, das müssen Sie sehr schnell entscheiden. Die Entscheidung für die Wiederholung Bundeswahl in Berlin, diese Entscheidung hat eigentlich etwas mehr Zeit. Da müssten Sie sich nicht unter Druck setzen. Kann es denn sein, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, also diese Wahl am 12. Februar, die Wiederholungswahl, das ist verfassungswidrig, das machen wir doch nicht? Das könnte sogar passieren. Ach, nein! Das kann doch nicht sein. Ja, also das wäre politisch natürlich das ganz große Desaster, ehrlich gesagt. Ja, weil das würde natürlich bedeuten, dass alles, was wir jetzt plakatiert haben, wäre natürlich für den Mülleimer. Alles, was es jetzt an Wahlkampfvorbereitungen gab, wäre für den Mülleimer. Und müsste zu einem späteren Zeitpunkt wieder rausgeholt werden, wieder neu aufgelegt werden, wieder aktualisiert werden. Das ist eine durchaus realistische Überlegung und Spekulation. Ist von Gericht und hoher See. Ist eine von den Varianten, die wir nicht ausschließen können derzeit. Gut, dann machen wir hier mal einen Punkt und denken drüber nach. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, das wird im Februar sein. Und ansonsten werden wir ja jeden Montag in unsere Sendung aus dem Bundestag auch darüber reden. Wenn das alles passiert, dann haben wir wirklich Chaos. Wir werden sehen. Ich hoffe, dass es möglichst im Rahmen dessen, was geht, möglichst guten Weg gibt. Helmut Klebank, SPD-Bundestagsabgeordneter, 10 Jahre Bürgermeister in Spandau gewesen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Und am Schluss uns hier in einer leichten Konfusion hinterlassen. Es kann alles so kommen, vor Gericht und auf hoher See. Wer weiß, das Bundesverfassungsgericht hat es noch in seinen Händen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder, wie immer, jeden Montagabend 20:15 aus dem Bundestag. Und der oder die, der neuen Bundesverteidigungsminister oder Ministerin, alles Gute wünschen wir. Ja. Und Frau Lambrecht, vielen Dank für geleistete Arbeit. Jetzt geht es wahrscheinlich erstmal in verdienten Ruhe, Urlaub. Ja, sehe ich auch so. Wir gönnen es ihr. Ja, wir gönnen es ihr. Okay, vielen Dank und tschüss.